Die Briten holen sich damit große Player ins Boot, die alle unabhängig voneinander einen Zugang zum All bieten. Der Weltraum und der Zugang dazu wird in näherer Zukunft immer wichtiger für die Souveränität eines Landes werden. Das hat die UK ganz gut verstanden und gehandelt. Dieser Hafen hier in Cornwall gibt den Briten flexiblen Zugang zu den verschiedensten Orbits. Denn bei einem Horizontalstart kann das Trägerflugzeug die Rakete zur idealen Abschussstelle für jeden Orbit bringen. Saxaford und das Sutherland Spaceport im Norden des Landes sind spezialisiert oder beschränkt, je nachdem, wie man es betrachtet, auf polare Orbits. Sutherland Spaceport liegt hier auf dieser Halbinsel am nördlichsten Zipfel der Insel. Dieser orbitale Hafen wird kurzfristig erst einmal Stützpunkt für Skyrora und Orbex werden. Beide Unternehmen sind unglaublich innovativ. Orbex deckt mit ihrer Prime-Rakete den Markt über einer Tonne Nutzlast und Skyrora den Markt für Klein- und Mikrosatelliten ab. Die Skyrora XL schafft etwa 315 Kilogramm in einem 500 Kilometer hohen Orbit.